So Leute, nach dem erfolgreichen PMC-Run gestern, der echt nice war, der war wirklich, wirklich nice, aber wieder dieses nervige Rauschen mit drin. Ich glaube, mein Mikro ist ein bisschen kaputt. Wir haben ja ein neues bestellt, ein, zwei Videos. Schaue ich, dass ich es noch irgendwie reguliert bekomme. Ich hoffe, das passt soweit hier. Erstmal Stimmchen ölen. Okay, so, wir gehen mit Skeffs rein. Mit einem Skeff. Wir gehen mit einem Skeff rein. Auf Shoreline in the früh. Mal schauen, was abgeht. Bis gleich. Es regnet in Tarkov. Oh nein, ich bin Tunnel. Lass mich mal kurz hinlegen. Was habe ich für Escapes? Habe ich jetzt nicht geguckt. Bestimmte ADM Basement. Okay, ich muss hoch zum Hauptgebäude. Aber wir haben Wechselmagazin, zwei Splints. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Leider kein Backpack. Und noch ein Wechselmagazin für die FAL. Ich weiß jetzt nicht, ob da schon jemand extracten möchte. Aber ich riskiere es mal. Ich glaube, ich gehe mal Loot Island. Ja, wenn ich mit dem Skeff kann man immer ein bisschen was riskieren. Wobei ich die FAL echt gerne hätte als Sekundärwaffe. Ihr wisst ja, ich habe als Hauptwaffe meine Ada. Die ist einfach super klasse. Finde ich ganz, ganz toll. Und die haben wir gestern auch gut aufgeräumt. Nur das Problem ist, die Munition ist schwer ranzukriegen. Heißt, wenn hier ein anderer Scaff-Bot eine Ada hat, den werde ich töten. Weil ich seine Waffe haben möchte. So, das hat man jetzt 500 Kilometer weit gehört, aber ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich möchte wieder runter. So, hier sind ganz oft Scavs. Aber heute nicht. Ist aber auch ein beliebter Punkt für Spieler. Ja, da hat's mal einen Kollegen erwischt. So, lass mal gucken. Was haben wir denn hier Feines? Irgendein Rucksack wäre halt super nice. Oh, ein bisschen Tape. Kann er echt nicht viel mitnehmen, ne? So, ohne Rucksack bist du ein bisschen am Arsch. Oh. Entweder hier war tatsächlich schon wer. Ja, das kann sein. Oder es ist einfach nichts drin gespawnt. Das ist natürlich auch möglich. Ja, dann hauen wir hier gleich wieder ab. Ich muss sowieso hoch zum Hauptgebäude, zum Sanatorium ist das, glaube ich, ne? Ja, ihr werdet mich berichtigen. Ja, aber jetzt sehen wir gleich. Wenn da noch was drin ist, war er. Ja, hier war schon wer. Okay. Ich glaube nicht, dass in zwei Kisten auf Loot Island einfach mal nichts spawnt. Da ist wahrscheinlich jemand Tunnel gespawnt, so wie ich. Der kam auch gleich rüber und hat sich das Zeug weggegrabt. Schade. Mir wird schon reichen, wenn ich die FAL behalten darf. Das ist so laut, aber ich muss. Das ist nämlich so tödlich hier draußen. So. Aber ich kann halt wahnsinnig lange sprinten, dadurch, dass ich nicht so viel Scheiß dabei habe, ne? Aber das Gewichtssystem wird ja sowieso nochmal überarbeitet. Da wird geschossen.
Da sieh mal eine an. Riskieren soll. Habe ich den? Ich glaube es nicht. Okay, die schießen da oben wahrscheinlich gegen Skeffs. Och, den habe ich tatsächlich auch erwischt. Das war ein Scaff, auf den hätte ich vielleicht nicht schießen sollen. Oder war das hier auch ein Scaff? Kann ich mir aber gar nicht vorstellen. Weil der so komisch gecrossed ist. Noch im Rucksack. Ja, ne, war ein Scaff, hat kein Dogtag. Oh, nice. Ein 206er Key für den Westflügel. Was hast du dabei? Eine Schrotflinte. Kannst du behalten. Ich suche nur mal deine Taschen. Schrotmuni nehme ich mit. Warum nicht? Nehmen wir die Gasmaske auch noch mit. Den Beanie, alles. Kann ich jetzt zur Not auch noch liegen lassen, wenn es ist. Wie war das nochmal? Shift und T, ne? Ja, kann man checken, aber ich brauche Alt und T. Less than half, okay. Mal hier. So, mal du bist nämlich mit. Bewegt mich mal ganz leise, weil es waren ja Spieler auch in der Nähe. Bisschen weiter rechts. Ist das? Ziehen ist voll von der. Computer ist immer gut. Vielleicht ist noch was Gutes zum Verkaufen drin. Da ist mal eine HDD und noch ein DVD-Laufwerk. Wir sind an mir vorbei. Wollen Richtung Ausgang. Wie viel Zeit haben wir? Nur 21 Minuten. Oder ich statte mir gleich hier einen Besuch ab.
sind ein paar Skeffs hier, ich höre die schon. Yellen mich an, aber. Grüßen die mich? Oder wollen die mir ans Leder, weil ich ihre Kollegen erschossen habe? Oh. Das ist Chestrick, oder? Nehme ich. Warte, nee, den Splint wollte ich raus haben. Dann hier Discard und die kannst du anziehen. Die auch mal gleich durchsearchen. Oh, das sind dann noch zwei Magazine, ne? Ich hätte lieber meine Magazine da drin. Safe. Den Splint auch auf 5. Und ich habe natürlich kein Medikit dabei. Okay. Easy. Mir auch noch mit. Also, die sind auf jeden Fall feindlich eingestellt, die Jungs. Ja, bist du behindert? Stirb doch! Wow! Mal hier drin. Noch 9mm Magazine. Ich auch noch unloaden. Okay, jetzt reicht es dann aber langsam. Ich hätte hier richtig von Skeffs überrannt. Und schön wäre mal, wenn jemand ein bisschen Heal-Stuff dabei hätte von den Affen. Ja, sehr nice. Was ist das hier? Das ist ein Kanister. Ich bin so gut wie voll. Jetzt erstmal mich kümmern. Lass mal kurz gucken nach Health. Mein Bein ist gebrochen. Ich müsste den Splint verwenden können eigentlich. Beziehungsweise, ich schätze mal. Ich werde wahrscheinlich. Ah doch, es wird besser. Es wird besser, sehr gut. Aber bei dir war ich noch nicht, ne? Aha. Oh Gott sei Dank hatte der eine was zu healen dabei. Bin ja richtig überrannt worden gerade. Ja, die finde ich ja geil. Warte mal. Ja, die kannst du dann auch haben. Sonnenbrille. Und die hier. Ach, das weg. Ha, nice. Jetzt habe ich die auch. Den habe ich gesearched, ne? Ich habe die alle durch, soweit. Jo, genau. Ja, seine Taschen halt noch. Nix. Und seine Taschen noch. Auch nix. Okay, Captain Hinkebein geht jetzt zum Ausgang.
Wunderbar. Ich den Splint echt nicht benutzen. Ich meine, es geht. Also, boah, ich bin dermaßen zusammengeschossen, ja. Jo, ich kann auch nicht mehr sprinten. Heißt, ich beeil mich jetzt. Lass mir zum Ausgang kommen. Was war wieder das für eine Runde, ey? Aber leider hat keiner eine Ada dabei gehabt. Und ich hoffe, mir crossed jetzt auch keiner mehr. Es war halt kein menschlicher Spieler dabei. Soweit ich gesehen habe. Ah, ich muss einmal kurz auf die Map schauen, sorry. Und zwar, hier ist Power. Villas? Wir waren Downtown, oder? Genau, Feld und dann einfach hier hoch. Da oben ist dann schon der West Wing Terminal und so. Okay. Dann muss ich einfach nur da hoch. Geduckt noch laufen? Ja, aber halt echt nicht schnell, ne? Sprinten geht gar nicht. Und ich bin halt saumäßig laut. Alter Schwede. Na egal. No risk, no fun. Da werde ich gleich nochmal ein bisschen die Stimme ölen nebenbei. Ja, koffeinhaltiges Heißgetränk. Ich hoffe, dass ich hier richtig laufe. Ah, ich sehe schon. Ja, da oben ist das Verwaltungsgebäude Ehre. Da will ich hin. Und dann einfach nur schauen, dass ich in den Basement reinkomme und auf Wiedersehen. Ich meine, ich werde noch eine ganze Zeit brauchen, bis ich dort bin. Ja. Ich humpel. Ihr merkt schon, ich spiele nicht so risky, wobei das gerade in dem Village war für mich schon ziemlich risky. Aber der eine ist so gecrossed, dass ich dachte, er wäre ein Spieler. Ja, also ich finde, das machen sie echt gut. Ich kann den Unterschied noch nicht immer so gut sehen. Ja, das ist so ein Moment, da würde ich normalerweise sprinten. Aber geht denn nix? Oh, er kriegt so einen schwarzen Rand außen rum. Oh, oh, oh. Du musst was trinken, mein Freund, ne? Ja, nochmal sauf gleich beide. Weil ich habe nichts mehr zu trinken dabei. Ja. Und es kostet mich halt auch wahnsinnig viel Ausdauer, jetzt hier lang zu gehen. Dadurch, dass ich so verletzt bin, kann ich hier nochmal was machen. Das Ganze ein bisschen besser macht. Nee. Nee, und ich glaube, ich werde dadurch, dass ich mich so schwer verletzt habe, bei den Scavs verdursten, bevor ich den Ausgang erreiche. Da seht ihr, er kriegt schon wieder diese schwarzen Ringe. Wenn ich jetzt guck. Seine Stamina ist halt echt am Arsch. Ist mal was jung. Sonst muss ich immer wieder Pause machen. Ich muss da hoch. Und wir müssen uns hier rausschleppen. Ich habe ein bisschen Zeitdruck jetzt. Ich habe Zeitdruck dadurch, dass ich trinken muss und nichts mehr habe. Und ich habe Zeitdruck durch die Zeit.
Ja. Aber ich möchte natürlich auch überleben. Das heißt, ich muss vielleicht ab und zu mal, wenn seine Stamina wieder arg runter ist, Pause machen, was mir noch mehr Zeitdruck gibt. Also ich liebe Zeitdruck, ja, finde ich echt nice. Aber geil, ich bin gleich richtig gegangen. Ich kann hier gleich rein. Und ich glaube, ich bin sogar schon auf der richtigen Seite, oder? Wow. Wow. Zu schade. Ja, war ein Spieler. Schauen wir mal. Kill, 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 kill. Das ist ja gut, das waren alle Scavs, ne? Aber schon heftig. Ja, ich war echt schwer verletzt. Schwer, schwer verletzt. Ja, der freut sich jetzt über das Loot. Gott sei Dank war es nur der Scav mit dem PMC. Aber wir waren nicht mehr weit weg. Ich glaube, in dem roten Gebäude wäre der Ausgang schon gewesen. Aber so ist das halt manchmal in Escape from Tarkov, ne? Schauen wir gleich mal, was der nächste Scav hat. Oh, der hat eine schöne AK und ein Headset. Na, klasse. Okay, Leute. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir wieder eure Liebe da. Lasst euch von dem Rauschen nicht stören. Soll es noch da sein, ich denke, dass ich es einigermaßen in den Griff bekomme. Ansonsten, neues Mikro kommt am Dienstag. Und dann dürfte das auch wieder besser sein. Alles klar. Vielen Dank. Oben links Abo. Weitere Videos hier, da, dies, das. Tschüss.